Dies, weil Allah dies heißt, du wirst nur bestraft, von dir wird genommen. Ramadan, ich war wie ein Engel und nach Ramadan, ich bin wie ein Scheitan. Warum? Warum bist du jetzt bestraft? Dies, weil Allah nimmer eine Gunst, die er einem Volk, in Klammern Menschen, gegeben hat, erwiesen hat, ändert, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Du hast dich verändert. Du hast aufgehört, Moschee zu gehen. Du hast aufgehört, Koran zu lesen. Du hast dich verändert, so hat Allah von dir die komplette Gunst genommen. Kein Moschee, kein Koran, kein freiwilliger Fasten. Du bist schuld. Mach doch weiter, auch wenn es weniger ist. Natürlich wirst du nicht wie im Ramadan praktizieren können. Die Tore des Paradieses sind wieder zu und die Tore der Hölle gehen wieder auf und die Schayatine kommen. Aber dieses 30-tägige Training muss dich doch dazu gebracht haben, wenigstens ein, zwei Sachen von Ramadan mitzunehmen, auch wenn sie gering sind. Du kannst eigentlich von allem eine Scheibe mitnehmen. Vom Dhikr, vom Moschee, vom Koran, vom Fasten. Kannst du weiterführen, aber im Minimum faste nicht 30 Tage, bist du eh nicht. Faste 3 Tage. Bete keine 11 Raka'a, bete 3. Sag nicht 1000 Mal Subhanallah, sag 100 Mal. Du kannst eigentlich weitermachen. Aber ich hoffe, dieser Vortrag war eine gute Antwort für, warum werden wir schwach? Warum verfallen wir in Sünden wieder zurück? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verbessern und uns helfen, nächsten Ramadan wieder zu erreichen.